Hey Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video und nein, heute gibt es keine Wie ist das Folge. Heute ist nämlich mein Geburtstag und das heißt gleichzeitig auch, dass dieses Jahr schon wieder vorüber ist und wir blicken zurück auf 2021 und müssen feststellen, es gab einige Tiefpunkte. Corona beschäftigt uns immer noch. Wir sitzen alleine zu Hause, weil es Lockdowns gibt. Es gibt Maskenpflichten und große Demonstrationen. Impfen, ja oder nein. Wir erinnern uns alle noch an die Bilder der Umweltkatastrophe, eine Jahrhundertkatastrophe, wo wir alle hier in Deutschland auch gemerkt haben, dass der Klimawandel auch etwas mit uns zu tun hat. Oder die Schlagzeilen aus Erfurt, wo plötzlich ein Mann viele Menschen mit einem Messer attackiert. Die Bilder aus Afghanistan gehen mir auch nicht aus dem Kopf, wo wir unser Militär zurückgeholt haben und danach das Land im Chaos versunken ist. Und genau wie letztes Jahr frage ich euch, was war für euch persönlich dieses Jahr ein Tiefpunkt? Lasst uns in den Kommentaren dazu austauschen. Ich persönlich finde es super wichtig, dass wir auch darüber sprechen, was uns wütend oder traurig macht. Aber wir dürfen auch die schönen Dinge 2021 nicht vergessen. Für mich sind das so Begegnungen wie mit Hermann zum Beispiel, einem schwerkranken Mann, den ich im Hospiz besuchen durfte und auch danach nochmal getroffen habe und der mir so viel Gutes für mein Leben mitgegeben hat. Aber auch für mich persönlich war das ein Jahr des Fortschritts. Ich habe mir dieses Jahr keinen Knochen gebrochen. Das ist für mich was ganz Besonderes. Und ich konnte auch immer mehr Schritte machen, was auch super wichtig ist. Und dabei konnte ich euch sogar mitnehmen. Und hier auf YouTube blicken wir dieses Jahr auf 59 Wie ist das Folgen zurück. Mit unfassbar spannenden Menschen und inspirierenden Persönlichkeiten. Und hier sind jetzt mal ein paar Highlights. Was halt eben immer komisch war, ist, dass mein Opa halt Mittagsschlaf mit mir machen wollte und dann eben wollte, dass wir uns ausziehen. Und er hat dann gesagt, dass er halt eben möchte, dass ich seinen Penis berühre und hat dann gesagt, das machen die Enkelkinder für den Opa, wenn man den lieb hat. So. Wie alt warst du da? 3. Paar. Und hab dann einfach die Entscheidung getroffen, nee, mit mir macht man sowas nicht. So funktioniert das nicht. Habe ich einen Termin mit denen gemacht und habe eben 2 Menschen erschossen. Du musst dir so vorstellen, ich lieg da auf dem Bauch, meine Hände hinterm Kopf als 11-Jähriger und Waffe auf meinem Kopf. Der eine andere IS-Kämpfer, mein Vater, vor meinem Vater steht und auf ihn schießt. Die lagen alle auf dem Boden und die haben sich nicht mehr bewegt. Also ich habe dann auch seinen Bruder gesehen. Man kann das nicht so gut beschreiben, aber wenn jemand tot ist, das ist einfach nur noch eine Hülle. Also es waren bei weitem die schlimmsten Tage meines Lebens. Meine Eltern und eine sehr gute Freundin sollten sich von mir verabschieden, weil die Ärzte meinten, ich würde die Nacht nicht schaffen. Großen Bogen um mich machen, als Aussätzige behandeln. Der wurde sein Sklave, sein Sexsklave. Wie bist du mit deiner eigenen Sexualität im Gefängnis umgegangen? Natürlich, ja, Selbstbefriedigung gehört so dazu. Die ersten 2 Jahre war ich in Gruppenzellen. Du hörst den schnarchen, du hörst den schnarchen, du hörst den schnarchen. I go for it, so weißt du, dann versuchst du es halt schnell irgendwie hinter dich zu bringen, so leise wie möglich. Ja schon, du lachst mich hier die ganze Zeit aus. Nee, es ist schon so. Ich sag jetzt gerade mit. Auf welche Antwort ist das, auf was? Auf das Kälterwerden. Wenn du dir ab und zu mal auch ein Porno reinziehst, ist es erstmal völlig in Ordnung und völlig okay, finde ich. Nur auf jeden Fall, eins ist definitiv mal Fakt, Porno ist genau wie jeder andere Film ein Kunstprodukt. Ganz wichtig und ganz entscheidend ist das, auch wenn das in einem oder anderen Pornos so rüberkommt, dass Frauen ja natürlich dann in diesem Porno ja, sexualisiert werden, es aber wichtig ist, dass du das nicht mit in die Realität nimmst. Und damit wir genau da im nächsten Jahr weitermachen können, wünsche ich mir, wenn ihr selber da draußen eine Geschichte habt, die ihr erzählen wollt oder jemanden kennt, der genau in dieses Format passt, dann schreibt mir eure Geschichte. Und jetzt gerade stehe ich hier mitten auf einer Baustelle, auf meiner Baustelle, damit im nächsten Jahr auch ganz viele krasse neue Projekte an den Start gehen können. Und dafür brauchen wir aber natürlich auch Unterstützung. Das heißt, wenn du da draußen irgendwas im Bereich YouTube richtig gut kannst und diesen Kanal weiterbringen möchtest oder jemanden kennst, der richtig fit im Social-Media-Bereich ist, dann bewerbt euch einfach. An dieser Stelle möchte ich auch mal kurz Danke sagen. Danke an jeden besonderen Menschen da draußen, der dieses Jahr an diesem Format teilgenommen hat. Ihr seid wirklich unglaublich. Ein großes Dankeschön
Dankeschön gilt auch Funk, die mich hier auf diesem YouTube-Kanal so großartig unterstützen und ohne die so viele Videos, so viele Uploads überhaupt nicht möglich gewesen wären. Und ich darf euch aber nicht vergessen, Freunde, ihr macht den Kanal zu dem, was er am Ende ist und habt den Kanal aktiviert, die Glocke abonniert oder ihr seid einfach nur stiller Zuschauer. Aber gemeinsam schaffen wir es, diese Tabuthemen auf den Tisch zu bringen und Schritt für Schritt zu einer offeneren Gesellschaft zu werden. Aber jetzt noch eine Frage an euch. Was interessiert euch? Was wollt ihr sehen? Schreibt mir das gerne noch in die Kommentare. Eine Person werdet ihr auf jeden Fall wiedersehen und das bin ich. Ich werde auch nächstes Jahr wieder für euch Vollgas geben, da könnt ihr euch sicher sein. Und jetzt wünsche ich euch aber erstmal einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir sehen uns nächsten Sonntag wieder, wenn es wieder heißt Hallo, Hallo, Hallo. Macht's gut, Freunde.